Ja, hallo und schön, dass ihr dabei seid. Heute bei meinem Jahresrückblick. Und der Jahresrückblick ist ja passend zur jetzigen Zeit. Und das Jahr war für mich sehr, sehr besonders. Und dementsprechend habe ich mir hier auch ein paar Zettelchen geschrieben, um so etwa noch zu wissen, was wie passiert ist. Und ja, darauf will ich jetzt mal eingehen, wie das Jahr 2017 so für mich war. Und vielleicht interessiert es ja dann einer. Der Januar ging für mich speziell los, denn ich habe mir die teuerste Anschaffung in meiner gesamten 30-jährigen Zockerlaufzeit, also 30 Jahre, also so lang fast zocke ich auch schon, geschaffen. Und zwar habe ich mir eine Grafikkarte gekauft, damals die Titan. Eine Anschaffung, die ich nie bereut habe, aber Gott sei Dank so nicht nochmal tätigen würde, denn aktuell bin ich sehr zufrieden und es läuft alles super und toi toi toi. PC ist stabil und ja. War für mich auf jeden Fall aber sehr, ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben wirklich mich gefragt habe und mehrmals überlegt habe, ob denn so viel Geld für eine Sache wirklich sinnig ist oder nicht. Aber naja, wie gesagt, Gott sei Dank im Nachhinein alles richtig gemacht. Dann ging es im Februar weiter mit World of Warcraft. World of Warcraft hat mich als, war ich da, keine Ahnung, 17, 18 oder so, mal richtig geflasht und richtig gefangen. Und auch richtig süchtig gemacht, muss ich gestehen. Also da gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich World of Warcraft alles untergeordnet habe. Also ich habe nur noch World of Warcraft gespielt, habe Real Life Freunden abgesagt und sonstiges. War so gesehen, zwar eine schöne Zeit vom Zocken her, weil ich habe da auch sogar richtig tolle Freunde, jetzige Real Life Freunde kennengelernt. Aber unterm Strich muss ich sagen, sehr viel Zeit verschwendet. Im Februar dieses Jahres habe ich wieder damit angefangen. Hat sich dann 2-3 Monate, zwar nicht so heftig, aber ich habe es auch wieder gern gezockt. Aber dann ist auch für mich wieder der Hype weg gewesen und dann war auch World of Warcraft wieder weg und auch vom Kanal wieder weg. Danach hat man es nicht mehr wieder gesehen. Im März war dann so ein Monat der Veränderungen. Und zwar ging es das erste Mal los, dass ich bis dato immer 14 Videos pro Woche gemacht habe, also 2 pro Tag. Und im März habe ich dann gesagt, klappt so nicht mehr, ich ende das jetzt und mache jetzt nur noch ein Video pro Tag. Ich muss immer noch dazu sagen, dass ich selbst ein Video pro Tag aktuell sehr gut finde, weil ich das schon Ewigkeiten so durchhalte. Also wenn ich da sehe, da gibt es andere YouTuber, die da eine ganz andere Karenz haben oder wie man auch immer das jetzt nennen mag. Also ich glaube, mit einem Video pro Tag ist eine schöne Schlagzahl, will ich auch nicht verändern, werde aber auch aktuell Stand jetzt nicht mehr machen. Denn, vielleicht auch dazu gesagt, YouTube ist für mich so eine Plattform aktuell, die ich zwar hobbymäßig gerade gut betreibe und sie es mir irgendwo noch Spaß macht, aber für mich perspektivisch auf längerfristige Zeit nicht die führende Plattform ist. Ich selber bin aktuell sehr aktiv auf Twitch. Der eine oder andere wird mich da schon mal gesehen haben oder auch nicht. Gerade wenn es immer heißt, Alcaramba, warum spielst du nicht mal wieder World of Tanks live? Weil ich es jeden Tag mache. Ich spiele jeden Tag World of Tanks auf dem Twitch-Kanal mehrere Stunden am Stück. Ich streame aktuell 6 Tage die Woche, 7 bis 8 Stunden und macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ist auch was, wo ich so ein Weiterkommen sehe, wo ich mir sage, okay, da passiert was. Das ist eine Plattform, die sich für mich als Alcaramba entwickelt und dementsprechend passt das. Die Community ist wahnsinnig toll. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Community, die zu Großteilen aus euch besteht. Und deswegen ist so Twitch mein Herz und YouTube vielleicht noch ein bisschen der Verstand. Also deswegen, es bleibt bei 7 Videos, es wird aber nicht mehr werden. Aber solange es mir Spaß macht, gerade das Thema Vlog und sowas, macht mir viel Spaß, werde ich es auch weiter mittragen. Also YouTube bleibt so, wie es ist, wird nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dann hatten wir im März eine Talkrunde mit Krummel und Fettsack. Das war so eins der letzten Projekte, die ich mit Krummel überhaupt gemacht habe. An der Stelle muss ich auch sagen, sehr schade um beide. Dieser Fettsack meines Erachtens hat ja auch aufgehört oder macht nichts mehr, zumindest auch schon lange nichts mehr von ihm gehört, oder nennen wir es mal Pause. Krummel hat ja de facto aufgehört mit World of Tanks, der hat da wirklich stark gebrochen und mir tut es um beide ein bisschen leid, besonders natürlich Krummel, weil mit dem habe ich noch mal mehr zu tun gehabt. Ist ein super feiner Kerl, ich liebe seinen Content nach wie vor, ich habe mir einiges mal von ihm abgeschaut und muss sagen, Krummel fehlt so ein bisschen der Community meines Erachtens. Auf der anderen Seite auch nachvollziehbar, wenn er sagt World of Tanks, ich verstehe es, irgendwo aus seiner Sicht, schade ist es trotzdem. Im März kam dann auch ein Video raus, darauf will ich kurz auch noch mal eingehen, und zwar ein angezockt PUBG. PUBG mittlerweile, damals im März habe ich es gespielt, angezockt, weil jeder, da ging gerade so der Hype los und jeder so, boah, Game, super geil, PUBG, und ich habe es angespielt, dachte mir so,
Verstehe ich nicht. Also den Hype drum. Ich habe es dann gespielt, fand es so ein bisschen nett, aber hat sich dann auch schnell wieder erledigt. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 5 oder 6 Runden PUBG anfangs gespielt und dann nie wieder. Und aktuell ist ja PUBG eins meiner meistgespielten Spiele überhaupt neben World of Tanks. Also liebe das Spiel, mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Version 1.0 ist jetzt erschienen. Die neue Karte finde ich kacke. Es gibt ein paar andere Sachen, aber unterm Strich ist das Spiel für mich nach wie vor geil. Und ja, ihr werdet weiterhin auch mit dem Spiel hier auf dem Kanal belästigt, weil sobald wir auf oder im Stream auf Twitch wieder eine geile Runde passiert, dann wird das wieder zusammengeschnitten und auf den Kanal kommen. Aber PUBG wird gleich noch Thema in dem Zusammenblick sein. So, dann im April gab es einen neuen Modus von World of Tanks, den ich bisher stark nachtraue und den ich bisher unbedingt haben will. Und zwar in den Frontline-Modus. Der war für mich innovativ, der war toll, der war geil, der war super. Diese Großgefechte-Karte jetzt aktuell finde ich total boring as fuck für mich im 10er. Weil du hast eine große Karte, du hast mehr Panzer, fertig. Das ist jetzt für mich nicht innovativ. Aber die Frontline-Modus mit Respawn war geil, Panzer aussuchen, Panzer reparieren, eine riesig große Karte mit mehreren Passagen. Man hat leider nichts mehr davon gehört. Das ist, wie gesagt, her im April gewesen. Seit April bis jetzt weiß man nicht mehr, ob dieser Modus weitergeführt wird oder ob das, wie gesagt, nur so eine Grundkonstruktion war und ob es deswegen weg ist. Ich finde es sehr schade. Ich würde mir den Frontline-Modus genauso wie er war, genauso wieder zurückwünschen. Und ich wüsste, ich hätte damit unfassbar mehr Spaß wieder mit World of Tanks, als es aktuell der Fall war. Dann im April gab es auch noch eine Anschaffung und zwar, die habe ich auch euch oder dem Stream zu verdanken, und zwar mein Stuhl. Der wurde mir komplett donated oder gespendet oder gedrinkgeltet, wie man auch immer sagen will. Bin ich nach wie vor sehr dankbar, weil ich sitze in diesem Stuhl aktuell 6-7 Stunden, nein mehr, 10-12 Stunden am Tag drin. Und ich muss sagen, das ist das Geilste an Bürostuhl oder Gamingstuhl, wo ich jemals drin gesessen bin, und ich will ihn nicht mehr hergeben. Dieser Stuhl, vielen lieben Dank dafür, war geil. Dann im Mai gab es das erste große Kontributorenthema, also neben natürlich, wo Krummel aufgehört und bla bla bla, aber Sir Foch damals wurde aus dem Kontributorenprogramm entlassen, aufgrund seiner Wortwahl eines Videos, was ich bis heute nach wie vor auch noch richtig von der, also es gibt zwei Sachen, ich finde nach wie vor richtig, dass er damals gekickt worden ist, aufgrund der Wortwahl, ich finde aber auch, sich hat er das Video richtig gemacht, also hätte er das Video mit einer anderen Sprache gesprochen, wäre nie was passiert und er hätte absolut zu 100% recht gehabt. Aber es war damals ein großes Thema. Ich habe auch dazu Stellung bezogen, habe im Prinzip jetzt genau das gesagt, was ich jetzt gesagt habe. Wer das aber nochmal umfangreicher hören will, kann sich ja das Video nochmal. Ja, dann im Juni kam so für mich die erste große Ankündigung und was mein Jahr so am meisten definiert hat. Und zwar, ich habe meinen Job als Autoverkäufer aufgegeben. Ich habe den Job fast 10 Jahre ausgeführt, bei verschiedenen Marken, in verschiedenen Häusern. Bin sehr viel gewechselt, ich habe sehr viele verschiedene Stellen gehabt und in diesen 10 Jahren waren es, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Häuser. Das hat immer so mit äußeren Umständen zu tun gehabt, viele Insolvenzen erlebt, gerade im Autoverkauf. Es sind kleinere Häuser, die inhaberbetrieben sind, schwierig mittlerweile zu führen gewesen. Dann natürlich auch eigene Interessen verfolgt mit Wechseln und irgendwie immer unglücklicher mit dem Job geworden. Und immer unglücklicher und irgendwie hatte ich jeden Morgen nicht mehr, also immer weniger Ambition aufzustehen und es wird immer schwerer und wird immer schwieriger alles. Dann habe ich mir überlegt, was mache ich? Gab es natürlich viele Sachen, ich wollte aus dem Autoverkauf raus und sonstiges und dachte mir, hey, du hast eh hier ein geiles Hobby, warum versuchst du es zumindest jetzt nicht mal eine Zeit lang zum Beruf zu machen? Ich habe mir dafür auch Geld angespart, auch das weiß jeder, weil mir durchaus bewusst war, mit meiner Größe kann man eigentlich davon nicht wirklich leben, sondern wenn es überhaupt klappt, mit zum Überleben. Und ja, seitdem habe ich meinen Twitch-Kanal wahnsinnig stark ausgebaut. Hat auch damit zu tun gehabt, dass ich eigentlich erst seit dem Jahr eine vernünftige Leitung hatte, die es hergegeben hat zum Streamen. Das hatte ich davor leider nicht. Und jetzt konnte ich das dann plötzlich und ja, dann habe ich es gemacht. Und ich muss sagen, wie der Kanal sich entwickelt hat, ist sensationell. Vielleicht gehe ich auch mal dazu ein bisschen ein, denn die Kanalentwicklung auf YouTube von Januar bis jetzt ist, sage ich mal, überschaubar. Ich bin zufrieden. Aber was sind es gewesen? So knapp 3000 neue Abonnenten. Ja, so 3000 waren es in etwa von Januar bis jetzt. Also das ist okay. Aber man sieht schon, so der Kanal stagniert, liegt aber auch an mir. Aber es ist so, wo ich sage, die Perspektive ist nicht ganz krass gut.
Zuschauerzahlen oder die Views, die waren wiederum sehr gut. Wir sind knapp von 5,5 Millionen Views in dem Jahr auf 6,5 gestiegen, also 2 Millionen Views allein in dem Jahr, was wirklich wiederum sehr stark ist, wo ich auch sehr stolz drauf bin, dass es in Summe 2 Millionen Aufrufe meiner Videos in diesem Jahr gegeben hat. Die Zahl ist exorbitant hoch und erfüllt mich schon auch ehrlicherweise ein bisschen mit Stolz. An der Stelle auch vielen lieben Dank, dass ihr die Videos immer fleißig guckt und auch kommentiert und immer wieder Daumen hoch oder auch Daumen runter gibt. Und dann auch natürlich eure Meinung damit kundtut, was ich sehr gut finde, weil so kann ich nur drauf eingehen. Dann, Twitch, wie gesagt, war so die Bombe, sage ich. Ich habe Januar bis März gar nicht gestreamt, ab März habe ich so ein bisschen angefangen und so richtig angefangen, so richtig habe ich ab Juli. Und ich hatte zu Beginn des Jahres 3.000 500 Follower auf Twitch und wir haben es jetzt noch geschafft, die 10.000er Marke zu knacken. Also wir sind in dem Jahr haben wir den Kanal mehr als verdoppelt von der Zuschauerzahl, fast verdreifacht und das natürlich war sensationell. Also da bin ich sehr baff gewesen, wie sich der Twitch-Kanal entwickelt hat, wie sich die Community entwickelt hat, wie generös die Community ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile der größte Batzen des Einkommens ist durch die Community. Wenn es euch nicht gäbe, würde ich das auch Stand heute gar nicht mehr so machen können. Dann hätte ich schon lange wieder die Reißleine ziehen müssen und sagen müssen, okay, ich suche mir was anderes. Dafür bin ich, Dankbarkeit trifft es gar nicht mehr. Ich bin einfach nur sprachlos, immer wieder aufs Neue zu Tränen ergriffen, auch wenn es jetzt kitschig klingt, aber es ist wirklich so. Und ich weiß, es ist definitiv keine Selbstverständlichkeit. Also wenn ich da sehe, ob da jetzt mal einer einen Fünfer da lässt im Stream und das für ihn schon viel Geld ist oder manche Leute dann Hunderte von Euro. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für diesen Support. Er bedeutet mir sehr viel und bin selber sehr, sehr, sehr begeistert. Ja, auch die Views auf dem Twitch-Kanal haben sich extrem erhöht. Wir waren Anfang des Jahres bei 20.000 oder 30.000 Views und sind jetzt aktuell knapp Richtung 280.000. Also der Twitch-Kanal ist einfach eine Bombe. Dann, August war so der große Monat der Veränderung für mich. Denn erst hat es angefangen mit: Wir fahren auf die Gamescom, ich streame live davon. Dann gab es einen Knatsch mit Wargaming und ich bin da sehr straight. Und wenn es was nicht so funktioniert, wie es, also mehrmals ich das Gefühl habe, verarscht zu werden, dann höre ich dann irgendwann auf und sage: Gut, passt eine Partnerschaft nicht mehr zusammen. Ich habe kein schlechtes Verhältnis aktuell mit Wargaming, aber sagen wir es einfach so: Ich habe aktuell gar kein Verhältnis mit Wargaming. Ich habe mit offiziellen vielleicht alle Wochen, vielleicht sogar eher Monate mal Gespräche, aber wirklich so im Sinne von, hey, kannst du mir das kurz bestätigen oder nicht? Aber so wirklich besonderes Verhältnis gibt es keins mehr. Wer wissen will, was damals vorgefallen ist, kann es auch noch im Video schauen. Es gab auch damals viele, die gesagt haben, ja, keine Ahnung, jetzt mach doch nicht so ein Fass auf oder jetzt willst du da Kapital draus schlagen oder du übertreibst oder sonstiges. Alles, wie ich im Video gemacht habe, war alles so, wie es in meiner Welt war. Daran hat sich gar nichts verändert. Ich würde auch diese Entscheidung nach wie vor genauso wieder treffen. Ich habe jetzt nichts gemisst bis dato in den letzten 4, 5 Monaten als Nicht-Kontributor und bin sehr zufrieden. Sag meine Meinung genauso, wenn ich mal was gut finde, sage ich sie genauso wie wenn ich sie schlecht finde. Beispiel hat man jetzt ganz gut gesehen an den Kisten bei Wargaming. Ich fand die World of Tanks Kisten super, ich fand die World of Warships Kisten so furchtbaren Scheißdreck. Sag ich, hätte ich damals auch so gemacht. Danach war natürlich die Gamescom allgemein Thema. Die Gamescom selber war Wahnsinn. Die Gamescom war wieder mal das Highlight für mich in Spielehinsicht des Jahres. Im Sinne von, man trifft Leute. Ich habe Nils, also Jeff, das erste Mal live getroffen. Feiner Kerl. Hab den Zander kennengelernt, einen sehr feinen Kerl. Ich habe die Community wieder treffen dürfen, muss man ja wirklich sagen. Da gab es einen netten Abend, wo wir uns in einem Restaurant getroffen haben und ein bisschen geschnackt und einfach gelabert haben. Sehr, sehr cooler Abend. Und natürlich das Wargaming-Community-Treffen ist jedes Jahr wieder ein Highlight, weil das ist so der Abend, wo man sich als Ex-Autoverkäufer oder in dem Fall, wie auch immer man das sagen will, als kleines Licht auf jeden Fall irgendwie besonders fühlt und auch wertgeschätzt fühlt, weil viele Leute dann auf einmal plötzlich einem im Real Life begegnen und sagen: Hey, du machst echt eine coole Sache. Und man kennt ja als YouTuber oder Streamer dann häufig auch die Leute, die dann sagen: Hey, du bist total scheiße und wenn ich dich dann live sehe, dann sage ich dir mal richtig meine Meinung. Ist in 3 Jahren oder 4 Jahren Gamescom noch nie passiert. Ich würde jetzt gerne mal haben, wenn einer sich da mal bekennt und sagt: Du, ich habe das und das so gesagt. Leider auch noch nie passiert. Auf der anderen Seite bin ich auch irgendwie froh drum, weil diese
ja, Gamescom-Community-Treffen ist ein bisschen wie Familie und nach Hause kommen. Ich fühle mich da sehr wohl. Man sieht immer tolle Leute. Also dafür auch viele Fotos und viele nette Worte. Dieses Jahr ein großes Dankeschön. Ein kleiner Fun-Fact. Im September habe ich zum Wählen aufgerufen. Ja, jetzt haben wir fast Januar. Wir haben immer noch nicht mal Regierungsgespräche, sondern Sondierungsgespräche. Ich will das Thema Politik nicht zu hoch halten, aber es läuft. Es läuft. Ja, im November gab es so ein großes Twitch-Erlebnis für mich, denn es gab ein großes Streamer-Turnier von PUBG, wo der Harald van Horn, den ich auch mittlerweile sehr wertschätze, auch wenn es ein Schmierlappen ist und er das weiß, aber ist ein feiner Kerl und ja, wo ich sage, hey, da gab es ein großes Streamer-Treffen, nennt sich Baal, war jetzt damals die vierte Ausgabe oder fünfte und wir haben uns schon, fünfte glaube ich war es, wir hatten uns schon, das war das vierte Mal, wo wir uns beworben haben, dann hat es endlich geklappt und es war super spaßig. Es war mal was Besonderes, mit riesengroßen Größen in einem Stream zu sein oder in einem Spiel zu sein, wie Hand of Blood oder Lost Aiming oder sonstiges, wobei Lost Aiming war nicht dabei, aber wirklich so, wo du sagst, oder Moondai, keine Ahnung, es gibt da so viele große Streamer und man ist da so ein kleines Licht davon, aber es war sehr spaßig und wir haben uns einen respektablen 7. Platz verdient. Also wir haben es in die Top 10 geschafft bei unserer ersten Teilnahme. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall lassen. Und zum letzten Monat ist jetzt der Dezember gewesen. Natürlich, der war für mich deswegen besonders, weil Highlight war ein Mini-Community-Treffen in Wien. Ich bin ja so gesehen, also ich bin geboren in München, aber meine Mutter ist Wienerin und wohnt da auch wieder. Und deswegen bin ich meistens Weihnachten in Wien oder vielleicht noch einmal und deswegen habe ich mich da mit Leuten getroffen. So, wir hatten einen Community-Treffen von in Summe 4 Leuten, mit mir eingeschlossen. Besonders war auf jeden Fall eine Person, die 330 Kilometer dafür angereist ist, für einen Abend und teilgenommen hat. Max, an der Stelle, du bist ein Verrückter, aber vielen Dank. Dann noch mit der Denise und mit dem Oliver, dann uns getroffen. War ein geiler Abend, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und das ist auch so, wenn es so klein ist, auch wenn es so klein war. Aber es zeigt mir irgendwie, dass die Leute, die ich mittlerweile kennenlernen durfte über Twitch und YouTube, mittlerweile Leute sind, die wirklich jetzt nicht nur Zuschauer sind oder sonstiges, sondern man wirklich schon von mehr reden kann. Mir wird immer angedichtet und angekreidet, dass es in meinen Streams zu viel über Geld geht und sonstiges. Ich kokettiere eigentlich ganz gern mittlerweile damit. Wer damit ein Problem hat, der wird sowieso irgendwas anderes finden, aber unterm Strich sind mir die Leute und der Spaß am wichtigsten. Und ich habe zumindest gesehen und da wieder mal feststellen dürfen, dass die Community, so wie sie mittlerweile sich hier zusammengefunden hat, sehr homogen und sehr toll ist und einfach nur dankbar dafür bin. Ja, das war mein Jahr 2017. Aussichten für 2018 habe ich keine großen, in Anführungszeichen. Ich mache jetzt erstmal weiter, was ich jetzt hier mache. Es gibt keine anderen Pläne. Ich bin noch nicht auf Jobsuche, also an alle Hater da draußen, die froh sind, wenn sie mich wieder los sind, erstmal noch nicht. Erstmal bleibe ich hier. Erstmal fühle ich mich auch noch sehr wohl. Und mal schauen, wie alles weitergeht. Ich kann es dir nicht versprechen, ich kann nicht sagen, ob ich jetzt das Jahr 2018 Streamer bleibe, ob ich mir was anderes suche oder sonstiges. Ich kann nur eins sagen, und zwar nochmal ein riesengroßes Dankeschön für den ganzen Support dieses Jahr auf YouTube, auf Twitch, auf WG News, darf man auch nicht vergessen. WG News ist nach wie vor ein Herzensprojekt, bringt in Anführungszeichen nicht viel rein, aber steckt viel Herzblut drin. Wir versuchen, die Seite auch immer weiterzuentwickeln. Und wenn ich sehe, die Seite steht jetzt auch, das ist die längste und größte deutschsprachige Seite zu Wargaming oder sagen wir sogar eher Wargames. Also wenn ich Wargames meine, meine ich auch sowas wie War Thunder oder sonstiges. Und das ist schon sehr besonders. Und ich finde es nach wie vor total toll, wie das angenommen wird und die Community, wie sie auch da kommuniziert. Und ich bin da sehr stolz auf das Projekt, ohne Frage. Ja, das war mein Ausblick auf das Jahr 2017. Vielleicht war es nicht so das Allerspannendste für euch, das Video, aber mir war es ein ganz großes Anliegen, dieses Video zu bringen. Ich kann mir noch einmal wirklich aufrichtig danken und an alle Hater da draußen, die auch immer noch vorhanden sind, bin und bleibe weiterhin hier. Macht es gut, kommt's gut in das neue Jahr. Ich freue mich sehr auf euch alle. Passt auf euch auf und frohe Gesundheit. Macht es gut.